Marburg im Spiegel Ost- bzw. Ostmitteleuropäischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Horst von Schmieleski, ehemaliger Bibliotheksleiter im Herder-Institut, hat in den Werken osteuropäischer und ostdeutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach Bezügen zu Marburg gesucht und erstaunlich viele Anknüpfungspunkte zwischen Literatur von Weltrang und der mittelhessischen Universität stattgefunden. In der heutigen, unserer 64. Lesung, möchten wir Ihnen als Beitrag des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung zum 800-jährigen Stadtjubiläum unserer Heimatstadt Marburg einige bekannte Namen vorstellen. Wir Antje Coburger. und Jan Lipinski folgen dabei dankbar dem Konzept und Text von Horst von Schmielewski, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst hier vor der Kamera sitzen möchte. Marburg im Spiegel osteuropäischer bzw. ostmitteleuropäischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Marburgs internationaler Ruf beruht zweifellos auf einer Synthese von kulturgeschichtlicher Anziehungskraft der Stadt und wissenschaftlicher Profilierung durch seine Universität, auch für Osteuropäer. Das hohe Niveau mehrerer Fakultäten der Philipps-Universität war ein Grund der Entscheidung Michail Lomonossows für sein Studium in Marburg im 18. Jahrhundert. Wenn Paris Pasternak zunächst der Ruf der Marburger Philosophie zu Anfang des 20. Jahrhunderts anzog, so sprachen doch seine Texte über Marburg auch von der Schönheit der Stadt, ihrer Architektur und Natur. Pasternak war nicht zuletzt von Rainer Maria Rilke angeregt worden, in Marburg zu studieren. Texte von Rilke und weiterer anderer deutschsprachiger Dichterinnen und Schriftsteller aus dem Osten Europas, wie Mascha Kaleko oder Werner Bergengrün, sowie Gedichte von Jaroslav Iwaschkiewicz und Bulat Okudžava ergänzen in unserer heutigen, nun folgenden Lesung dieses Bild Marburgs. In ihrem Geleitwort zu dem 1997 erschienenen Band Russische Spuren in Bayern bemerkt die aus Ostpreußen stammende Marion Gräfin Dönhoff: Das 19. und der Beginn des 20. Jahrhunderts steht im Zeichen der Dichter und Philosophen. Puschkin, Tolstoi, Gogol, Turgenew, Dostojewski, später dann Boris Pasternak. Sie alle haben das deutsche Kulturleben stark beeinflusst. Die Deutschen, die in Russland eine Rolle spielten, waren Goethe und der vielbewunderte Schiller sowie Kant, Hegel, Heine, später dann Rainer Maria Rilke und in unseren Tagen Heinrich Böll. Zu Beginn des Marburg-Bildes aus östlicher Sicht stellen wir einen Text der ostjüdischen Autorin Mascha Kaleko vor, die als Schülerin zwischen 1916 und 1918 mit ihren Eltern in Marburg lebte. Eine Ehrentafel erinnert an sie am Marburger Haus Wilhelmstraße 8a. Das Gedicht trägt den Titel Sehnsucht nach einer Kleinstadt. Eine Beziehung zu Marburg ist nicht sicher, aber denkbar. Sie hören die ersten drei Strophen. Jetzt müsste man in einer Kleinstadt sein, mit einem alten Marktplatz in der Mitte, wo selbst das Echo nächtlich leiser Schritte weithin streut jeder Pflasterstein. Wo vor dem Rathaus rostige Brunnen stehen, in einem toten, längst vergessenen Stil. Wo selbst aus Erz die Statuen mit Gefühl des Abends Liebespaare wandeln sehen. Wo alte Höfe unentdeckt noch träumen, als wären sie von einer anderen Welt. Nur ab und zu ein Dackel leise bellt und blonde Kinder spielen unter Bäumen. Mascha Kaleko, väterlicherseits russischer, mütterlicherseits österreichischer Herkunft, wurde 1907 im polnischen Teil Galiziens, etwa 40 Kilometer westlich von Krakau, geboren. Nach ihrer Marburger Zeit in Berlin lebend, schrieb sie Gedichte ausschließlich in deutscher Sprache. Hermann Hesse, Alfred Polgar und Thomas Mann schätzten ihre Poesie. Mascha Kaleko emigrierte 1937 in die USA und starb 1975 in Zürich. Bevor wir uns Boris Pasternak zuwenden, der nur wenige Jahre früher als Mascha Kaleko Marburg besuchte, sei ein Hinweis auf den ersten prominenten Russen in Marburg, Michail Wassiljewitsch Lomonossow, geboren 1711 im hohen Norden Russlands, erlaubt. Die Marburger Universität hatte durch ihre Bedeutung als Wirkungsstätte namhafter Philosophen eine internationale Anziehungskraft.
Jedoch auch die Naturwissenschaften waren in Marburg angesehen. Im Fach Physik hat Lomonossow 1736 bis 1739 in Marburg promoviert und galt später als Universalgelehrter sowohl im Bereich der Geistes- als auch der Naturwissenschaften. Als Reformer der russischen Sprache und Mitbegründer der nach ihm benannten ersten russischen Universität in Moskau. Lomonossow heiratete sogar eine Marburgerin, die Tochter seiner ehemaligen Vermieterin Wendelgasse 2, dort gibt es eine Gedenktafel an ihn, die er später mit zurück nach Russland führte. Zum 300. Geburtstag von Lomonossow ehrte die Universitätsstadt Marburg 2011 ihn mit einem überlebensgroßen Denkmal in Bronze im Marburger Studentendorf, Geschwister-Scholl-Straße 13 in Marburg. Berühmt war Marburg im östlichen Europa wegen seiner Professoren der Philosophie, nicht nur zu Zeiten Michail Lomonossows, sondern auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Paris Pasternak studierte 1912 in Marburg, wenige Jahre nach dem spanischen Philosophen José Ortega y Gasset. Pasternak ist in Marburg nicht unbekannt, seitdem es eine Pasternakstraße, eine dank der Initiative der Marburger Osteuropa-Forscherin und Russischlehrerin Barbara Karhoff errichtete Gedenktafel an Pasternaks Wohnhaus, Gisselberger Straße 15, gibt. Und seit einer Universitätstagung zum Thema Boris Pasternak im Jahr 1991. Außerdem erschienen in den 1990er Jahren zwei Veröffentlichungen über Pasternak in Marburg, beziehungsweise über Pasternak und Deutschland, beide in Hessen. Boris Pasternak wurde 1890 als Sohn des Malers Leonid Pasternak und der Pianistin Rosalia in Moskau geboren. Die Familie Pasternak war russisch-jüdischer Abstammung und pflegte lebhafte literarische und musikalische Kontakte und hatte besonders enge Beziehungen zu bedeutenden Malern. Da in der Familie auch Jiddisch gesprochen wurde, stellte die deutsche Sprache für Pasternak kein großes Hindernis dar. Eine besonders starke Verbindung bestand zwischen der Familie und dem Komponisten Alexander Skriabin. Ursprünglich wollte Pasternak Musiker werden. Er brach dieses Studium aber ab, um sich der Literatur und Philosophie zuzuwenden. Er hatte sich schon in Moskau mit der philosophischen Richtung des Neukantianismus, vertreten durch Hermann Cohn und Paul Natorp, beschäftigt, was eine Voraussetzung für die Wahl Marburgs und eine Fortsetzung des Studiums in Deutschland darstellte. Der wesentliche Grund für seine Entscheidung, nach Marburg zu gehen, dürfte die Tatsache gewesen sein, dass sich Rainer Maria Rilke in der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zweimal in Russland aufhielt und bei diesen Gelegenheiten die Familie Pasternak kennenlernte. Rilke, der 1875 in Prag geboren wurde, fühlte sich zu jener Zeit sehr von Russland angezogen. Und Leonid Pasternak eröffnete ihm dabei den Zugang zu mehreren Künstlern. Eine erste zufällige Begegnung hatte der 10-jährige Boris schon 1900 mit Rilke, als dieser sich auf einer Reise zu Leo Tolstoi befand. Seit 1899 ist die freundschaftliche Verbindung zwischen der Familie Pasternak und Rainer Maria Rilke lebendig geblieben. Rilke hat Leonid Pasternak seine Lyrikbände der Jahre 1899 und 1902 zugesandt. Rilkes Platz in der Weltliteratur wurde durch seine Reisen nach Russland begründet. Das Interesse Rilkes für Russland war fundiert. Er lernte die russische Sprache, legte sich eine russische Bibliothek zu, besaß einen russischen Reisealtar, schrieb Gedichte in russischer Sprache und übersetzte russische Gedichte ins Deutsche. Rilke hatte auch versucht, sich in Russland anzusiedeln, jedoch ohne Erfolg. Auch wenn sich Rilke später Paris zuwandte, blieben auch dann die Begegnungen mit russischen Schriftstellern und Übersetzern, zum Beispiel Iwan Alexejewitsch Bunin, lebendig. Die Tatsache, dass Rilkes Texte auf dem Umweg über Leonid Pasternak an Boris Pasternak gelangten und von diesem begeistert aufgenommen wurden, spricht auch von der starken Wirkung Rilkes auf die russische Literatur und Kultur. Die Lektüre Rilkes soll es gewesen sein, die dazu führte, dass sich Pasternak von seinen musikalischen Ambitionen verabschiedete und sich sowohl der Literatur als auch der Philosophie zuwandte. Pasternak
bezeichnete Rilke als sehr russisch, während von Rilke der Satz überliefert ist: Dass Russland meine Heimat ist, gehört zu jenen großen und geheimnisvollen Sicherheiten, aus denen ich lebe. Die Verbindung zwischen der Familie Pasternak und Rainer Maria Rilke wird auch sichtbar in der Tatsache, dass Leonid Pasternak Rilke bei dessen Besuch in Moskau im Jahr 1899 in Form einer Zeichnung porträtierte. Dieses Porträt wurde allerdings erst nach Rilkes Tod veröffentlicht. Ein noch größeres Ölgemälde Rilkes ist später entstanden. Es befindet sich noch heute im Privatbesitz. Boris Pasternak schildert in seiner Sicheres Geleit betitelten Schrift die Anfänge seiner Marburg-Pläne. Eines schönen Morgens im April sagte mir meine Mutter, sie habe vom Haushaltsgeld und von ihrem Verdienst 200 Rubel zusammengespart, die sie mir schenke, mit dem Rat dafür ins Ausland zu fahren. Es lässt sich nicht beschreiben, wie groß meine Freude war. Die Wahl der Reiseroute war nicht weiter schwierig. Damals standen die europäischen Universitäten in enger Verbindung miteinander. Noch am gleichen Tage lief ich von Kanzlei zu Kanzlei und brachte neben unzähligen Dokumenten eine große Kostbarkeit von der Mochowaja-Straße mit. Es war das zwei Wochen vorher in Marburg gedruckte Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1912. An späterer Stelle dann schreibt Pasternak: In den zwei Jahren vor meiner Reise hatte ich das Wort Marburg beständig auf meinen Lippen. Jedes Geschichtsbuch für höhere Schulen erwähnte die Stadt mit dem Kapitel über die Reformation. Über Elisabeth von Ungarn, die im 13. Jahrhundert in Marburg begraben wurde, gab es sogar ein kleines Buch für Kinder. Jede Biografie von Giordano Bruno zählte unter den Städten, in denen er auf seiner verhängnisvollen Rückreise von London in die Heimat Vorlesung gehalten hatte, auch Marburg auf. Boris Pasternak studierte vom 5. Mai bis zum 8. August in Marburg bei Hermann Cohen, Paul Nathorp und Nikolai Hartmann. Über diese Zeitspanne erfahren wir aus Pasternaks Selbstbildnis, dem Andenken Rilkes gewidmet, sowie aus Sicheres Geleit und aus Briefen aus Marburg, die der Slawist Sergei Dorzweiler aus dem Russischen ins Deutsche übersetzte und kommentiert veröffentlichte. In diesen Briefen finden sich Bemerkungen Pasternaks zur Stadt Marburg, die insgesamt betrachtet eine starke emotionale Wirkung auf Pasternak widerspiegeln. Die erste Äußerung Pasternaks findet sich in einem Brief an seinen Vater und die Familie vom 4. Mai 1912. Wenn das hier nur eine Stadt wäre, aber es ist ja ein mittelalterliches Märchen. Wenn es hier lediglich Professoren gäbe. Ja, manchmal, inmitten der Vorlesungen, öffnet sich während eines Gewitters ein gotisches Fenster und die komprimierte Kraft von 100 Gärten erfüllt den rußgeschwärzten Saal. Und von dort, von den Bergen, blickt der ewige, mächtige Vorwurf. Wenn es lediglich Professoren gäbe. Aber hier ist auch noch Gott. Drei Tage später schreibt Pasternak: Ich habe es euch wiederholt gesagt. Die hiesige Natur und die Gotik in Marburg machen die herausragende Stellung der Kunst überdeutlich. Und wiederum fünf Tage später schreibt Pasternak an Konstantin Lux, einen Moskauer Kommilitonen: Heute ist ein Feiertag. Und ich habe keine Ansichtskarte zur Hand. Verzeihen Sie deshalb, lieber Kostja, dass dieses Schreiben seiner Herkunft nicht entspricht. Ich kann mir nur schwer einen Ort vorstellen, der in stärkerem Maß eine Illustration wäre als Marburg. Es ist nicht dieses oberflächlich Malerische, von dem wir sagen, es sei entzückend oder zauberhaft. Die in den Jahrhunderten bewährte und gefestigte Schönheit des Städtchens, das von der heiligen Elisabeth beschützt wird, hat eine gewisse dunkle und mächtige Neigung zur Orgel, zur Gotik, zu etwas jäh Abgebrochenem und nicht Vollendetem, das hier vergraben liegt. Dieser Wesenszug belebt die Stadt, sie ist aber nicht lebhaft. Es handelt sich nicht um Lebhaftigkeit, es ist eine stumme Gespanntheit des Archaischen und diese Spannung bringt alles hervor. Die Dämmerung, den Duft der Gärten, die akkurate Ausgestorbenheit des Mittags, die nebligen Abende. Die Geschichte wird hier erdhaft. Das Wissen, das fühlen alle. Bei der feierlichen Immatrikulation einer unübersehbaren Menge von Studenten und auch ich wünschte uns der Rektor, dass wir den Hauch der Poesie,
die Stadt der heiligen Elisabeth umweht, in einen Jugendschwur mit uns nehmen. Mehr als 2 Monate später dann schreibt Pasternak an seinen Schulfreund Alexander Stich. Ich bin gerade erst von Kassel zurückgekommen, wo ich zusammen mit meinem Vater die Bildergalerie angeschaut habe. Das wievielte Mal schon komme ich in Marburg an? Man geht vorbei, spaziert hin und her, klopft an. Eisenbahnen rattern. Felder, Felder, Felder. Berge, Berge. Und plötzlich bringen sie Marburg hervor. Ein stiller, menschenleerer Abend steht wie verwurzelt da. Eine bedrückende Windstille der Blätter, in der sich die alten gotischen Straßen Wand an Wand vereinigt haben. Wie sie dastehen, es ist das Beste, was sie können und wollen. So dunkel und ineinander verschmolzen dazustehen und selig zu sein in der Sternenfrische. Dann gehst du an der Elisabethkirche vorbei. Ihre beiden Falten, die beiden Türme, sind nach unten gegen das mächtige Dunkel abgestützt. Weiter oben aber herrschen sie uneingeschränkt, gewaltig und unfassbar wie zusammengerollte Banner in der Nacht. Und alles ist so glückselig erhaben. 4 Jahre später dann erschien ein Gedicht Marburg, betitelt, das in deutscher Übersetzung vorliegt. Zum besseren Verständnis sei vorausgeschickt, dass der inhaltliche Schwerpunkt dieses Gedichtes nicht die Stadt Marburg ist, sondern vielmehr die unglückliche Liebe des dichterischen Ichs, die Pasternak in seinem Prosawerk Sicheres Geleit mit allen Einzelheiten beschreibt, nämlich die Ablehnung eines Heiratsantrags. Hören Sie Auszüge aus Pasternaks Gedicht Marburg nach einer Übertragung ins Deutsche von unter anderem Barbara Karhoff. Ich erbebte, mir wurde heiß und kalt. Ich erzitterte. Gerade hatte ich einen Heiratsantrag gemacht. Aber es war zu spät. Ich hatte zu lange gezaudert und so bekam ich eine Absage. Ach, ihr Tränen, ich schwebe über den Wolken. Ich ging hinaus auf den Platz. Es war, als sei ich ein zweites Mal geboren. Abschied nehmend begannen die Dinge zu leben. Ohne von mir Notiz zu nehmen, erreichten sie eine immer größere Bedeutung. Die Häusertafeln wurden heiß und die Stirn der Straße bräunte sich. Und gen Himmel blickte finster das Kopfsteinpflaster. Und der Wind ruderte durch die Linden. Und all das war ein Ebenbild. Und dennoch mied ich ihre Blicke. Ihren Gruß bemerkte ich nicht. Und ich nahm diesen Reichtum nicht wahr. Ich riss mich los, um nicht loszuheulen. Die Mittagsglut schaute auf die Dächer, ohne zu zwinkern, sodass die Ziegelsteine zerflossen. Und in Marburg bastelte jemand pfeifend an einer Armbrust. Andere bereiteten sich, ohne zu sprechen, auf den Pfingstjahrmarkt vor. Hier wohnte Martin Luther. Dort die Gebrüder Grimm. Krallenartige Dächer, Bäume, Grabsteine. Und alles erinnert an sie und strebt zu ihnen. Alles lebt und alles ist auch ein Ebenbild. Nein, morgen gehe ich nicht dorthin. Eine Absage. Mehr als ein Abschied. Alles ist klar, wir sind quitt. Das Bahnhofsgedränge ist nichts für uns. Was wird nun mit mir? Ihr altertümlichen Steinplatten. Der Nebel breitet sich überall hin aus wie ein Überzug. Und in beiden Fensterrahmen setzt man einen Mond ein. Wie eine Reisende huscht meine Trauer über die Buchbände und nimmt mit einem Büchlein Platz auf meinem Sofa. Warum ist mir im Moment so bange? Ich kenne doch die Schlaflosigkeit genauso wie die Grammatik. Wir sind ein Bündnis eingegangen. Warum fürchte ich das Aufkommen gewohnter Gedanken, wie man einen Mondsüchtigen fürchtet? Denn die Nächte setzt man mit mir auf den mondbeschienenen Parkettboden zum Schachspielen. Es duftet nach Akazien und die Fenster sind weit geöffnet. Und die Leidenschaft steht in der Ecke wie ein bleicher Beobachter. Und die Pappel ist der König. Ich spiele mit der Schlaflosigkeit. Und die Dame ist die Nachtigall. Ich fühle mich hingezogen zur Nachtigall.
Und die Nacht siegt. Die Leichtfiguren werden zurückgezogen. Ich erkenne den hellen Morgen wieder. Der erste Teil dieses Gedichts ist eine Darstellung des verunglückten Heiratsantrags des Ich-Erzählers. In der Mitte des Textes taucht dann erstmals der Name Marburg auf. Der russische Originaltext ist eine aufgeregte Ich-Erzählung, die zwar in Strophen aufgeteilt ist, jedoch auf Reime verzichtet. Die Übersetzer des Textes, Gogolev und Barbara Karhoff, haben den erregten Ton deutlich vermittelt und völlig auf Reime verzichtet. Die kurze Einbeziehung der Stadt mit dem Hinweis auf ihre Kulturgeschichte, hier wohnte Martin Luther, bildet lediglich einen Hintergrund im Gedicht und schafft zum Abschluss eine gewisse Beruhigung. Das Gedicht spiegelt wider, was Pasternak auch in Sicheres Geleit wiederholt. Die Ablehnung des Heiratsantrags hatte für ihn die Folgen einer Beendigung seiner Beschäftigung mit Philosophie und gleichzeitig einen früheren Abschied von Marburg. Dass ihm die Stadt dennoch etwas bedeutete, erfahren wir an späterer Stelle in Sicheres Geleit. Hier berichtet Pasternak von einem Besuch Marburgs in den 20er Jahren. Dazu ein letzter Ausschnitt aus diesem Buch. Später hatte ich das Glück, Marburg noch einmal wiederzusehen. Im Februar 1922 verbrachte ich dort 2 Tage. Ich fuhr mit meiner Frau dorthin, kam aber nicht darauf, ihr die Stadt nahe zu bringen. Damit habe ich mich beiden gegenüber schuldig gemacht. Doch mir war es schwer ums Herz. Ich hatte das Vorkriegsdeutschland gekannt und jetzt sah ich Deutschland nach dem Krieg. Was in der Welt geschehen war, wurde mir in schrecklicher Klarheit vor Augen geführt. Das Ruhrgebiet war besetzt. Deutschland hungerte und fror. Vor nichts getäuscht und niemanden täuschend. Dass Marburg später, nämlich kurz vor Pasternaks Tod, diesen noch einmal beschäftigte, erfahren wir aus einem Briefwechsel mit dem Verleger-Ehepaar Fischer. Am 26. September 1958 schrieb Pasternak erstmals an den Verleger Gottfried Fischer. Vorausgegangen war der Abschluss der Arbeit an Dr. Zhivago, dem Roman, dessen Veröffentlichung in der Sowjetunion verboten wurde. 1955 hatte der italienische Verleger Feltrinelli den Text von Pasternak erhalten und ihn ins Italienische übersetzen lassen. 1957 erwarb sich Gottfried Fischer die Rechte für die Übersetzung ins Deutsche. 1958 wurde Pasternak der Nobelpreis für Literatur vor allem für Dr. Zhivago verliehen. Pasternaks erster Brief an Gottfried Fischer beginnt so. Lieber, sehr verehrter Herr Fischer, ich beeile mich, Ihnen den Empfang Ihres seelenvollen und edelmütigen Briefes zu bestätigen. Dieser und weitere 10 Briefe Pasternaks an das Ehepaar Gottfried und Brigitte Fischer wurden 1978 erstmals unter dem Titel »Sie schrieben mir« oder »Was aus meinem Poesiealbum wurde« von Brigitte Fischer veröffentlicht. Der für Marburg-Freunde interessante Text findet sich in dem Brief vom 6. April 1959. Wohlwollende Gönner raten mir, mich des Briefeschreibens gänzlich zu enthalten. Sollte man auch dem Luftein- und Ausatmen entsagen? Also werde ich seltener von mir hören lassen und kurz gefasster sein. Mir aber darf und soll man so schreiben wie früher. Ich weiß nicht, ob ich die Gelegenheit hatte, Ihnen folgende Bitte anheimzulegen. In Marburg-Lahn wohnt eine Frau, Käthe Becker, mit einer lebhaften, offenbaren Schriftstellerader. Sie ist Inhaberin der Gasolintankstelle Marburg an der Bundesstraße, heute Krummbogen 57. Sie hat mich zu meinem Geburtstag beglückwünscht und beschenkt, aus dem einzigen Grunde, dass sie aus einer hessischen Zeitungsmeldung ersah, dass ich im Jahre 1912 in Marburg studiert und nachher die Stadt schön beschrieben hatte. Sie ist nicht die Einzige, die mir aus Marburg schreibt, aber das ist ein Ausnahmefall, lebendig und rührend. Mit ihrer freundlichen Hilfe möchte ich der Frau eine wertvolle, fühlbare Überraschung machen. Den Dr. Zhivago muss sie unbedingt per Post zum Geschenk bekommen. Eine ähnliche Erfahrung, wie sie Pasternak in den 1920er Jahren bei seiner Wiederkehr nach Marburg vermittelte, spricht auch aus einem Text von Werner Bergengrün aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der aus Riga stammende, dort 1892 geborene deutsch-baltische Dichter und Schriftsteller lernte 1908 bis 1910 am Gymnasium Philippinum Marburg
und nahm 1910, also 2 Jahre vor Pasternak, an der Philipps-Universität Marburg das Studium auf, allerdings der evangelischen Theologie, und wechselte danach zu Germanistik und Kunstgeschichte. Bergengrün hat schließlich auch in Marburg geheiratet. Etwa 20 Jahre danach und damit mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrte Bergengrün auf einer Fahrradtour durch Deutschland nach Marburg zurück. In seiner deutschen Reise finden sich im Hessen-Kapitel unter dem Titel »Alte Stadt der Jugend« folgende Sätze. Mir, der ich in Marburg längere und für mich bedeutsame Zeiten verbracht habe, mir fällt es nicht leicht, dieser einstmals geliebten Stadt gegenüberzutreten und von ihr zu sprechen. Ich bin in das Alter geraten, in welchem man der eigenen Jugend entrückt ist, ohne ihr schon mit ganzer Unbefangenheit zuschauen zu dürfen, wie einem durchaus Vergangenen und Geschichte gewordenen. Da hat es sein Verfängliches, wieder einzukehren in eine Stadt der Jugend, wenn es nicht zugleich die Stadt der Heimat und Vorfahren ist. Es ist eine Einkehr nicht bei der Vergangenheit, sondern bei der Vergänglichkeit. Von denen, die hier mit mir jung gewesen sind, in allen Torheiten, allen Vorwegnahmen, allen Wildheiten und Hingebungen solcher Jahre, von denen liegen die meisten in Flandern, Frankreich und Polen begraben. Und es mag mir nachgesehen werden, wenn Marburg mir bisweilen erscheinen will, als ein riesiges, mit aller Herrlichkeit verschwenderisch geschmücktes Ehrenmal über den zerfetzten Leibern einer gläubigen Jugend. Nach diesen Posa-Texten zu Marburg kehren wir zurück zu einem Gedicht über Marburg, dieses Mal von einem polnischen Dichter. Etwa ein Jahrzehnt nach dem Marburg-Gedicht von Boris Pasternak entstand ein titelloses Gedicht über Marburg von Jarosław Leon Iwaszkiewicz. Er war einer der bekanntesten Schriftsteller und Lyriker Polens im 20. Jahrhundert, Vorstand des polnischen Schriftstellerverbandes und auch als Übersetzer in verschiedenen Sprachen sehr erfolgreich. Über ihn äußerte sich Czesław Miłosz, der als polnischer Dichter 1980 den Nobelpreis für Literatur erhielt, in seiner Geschichte der polnischen Literatur folgendermaßen. Ein Dichter, der beim Publikum weniger ankommt als bei seinen Kollegen. Keiner von diesen übertrifft ihn aber an Farbenreichtum und in der Art, wie er die Stimmung einmal gesehener, halb entrückter Länder und Städte wiedergibt. Intuitiv, weniger intellektuell, noch sozial betont. Sie hören nun das Gedicht Marburg von Iwaszkiewicz. Kleines Städtchen Marburg, an dem hohen Berge, winters leuchten Türme, sommers sicher Rosen. Unten taut der Schnee, Wolken überm Tal. Mit Händen hebt die Stadt das Schloss nach oben. Erhebt es wie ein Reliquiar, gotisch gemeißelt. Doch unten, dem Tal zu, fliegen Häuser wie Späne. Voll rötlicher Spielzeuge sind des Flusses Ufer. Durchsichtig der Fluss, glatt wie ein Teich. Wir erblicken, im Fernen verdichtet sich Violett, düster ist der Himmel, hoffnungslose Fäulnis. Winter, 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 wozu weiterreisen? Bleib, schlaf ein, vergiss, gieß den Wein dir ein. Dieses Gedicht ist für Iwaszkiewicz-Freunde und für Marburg-Liebhaber ein gleichermaßen anregender Text. In diesem Gedicht wird eine malerische Kleinstadt mit Worten sichtbar. Ein zweites thematisches Element ist der Winter, der sich vom Anfang bis zum Ende wie ein Leitmotiv hindurchzieht. Die künstlerische Wirkung des Gedichts ergibt sich aus der inhaltlichen Tiefe der durch poetische Sprache vermittelten Aussage. Die Wirkung des Gedichts ist am größten, wenn es in polnischer Sprache gelesen wird. Die kurzen Strophen geben dem Gedicht eine fließende Leichtigkeit. Durch die teilweise Verwendung des Reims wird diese Leichtigkeit noch erhöht. Dazu kommt die Klangregie am Beginn, Małe Miasto Marburg. Die Assonanzen wirken musikalisch und poetisch. Die Leichtigkeit der Sprache mildert den Stimmungswechsel in Richtung zur Dunkelheit und Depression. Małe Miasto Marburg. Na wysokie górze, w ziemi kwitną wieże,
latem pevnie ruže. Śnieg topnie w dole nad doliną chmury, miasto zamek wnosi rękami do góry. Wznosi jak relikwiarz gotycki, rzeźbiony, aż w dół ku dolinie wiorem lecą domy. Pełne brzegi rzeki różowych zabawek, rzeka przeźroczysta, gładka niby stawek. Patrzymy daleko, fiolety gęstnieją, niebo osowiale gniecie beznadzieją. Zima, 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 po coś jechać dalej? Zostań, zaśnij, zabądź, wina sobie nalej. Sie haben nun zwei Gedichte osteuropäischer Lyriker über Marburg kennengelernt. Daneben mehrere Prosa-Ausschnitte von Boris Pasternak, die mehr über dessen Zuneigung zu dieser Stadt aussagten als sein langes Gedicht Marburg. Rainer Maria Rilke schrieb in einem Brief über Marburg, den Ingeborg Schnack in Rainer Maria Rilkes Erinnerungen an Marburg und das hessische Land wiedergab. Ingeborg Schnack war lange in Marburg Bibliothekarin und starb hier im Jahr 1997. Nun bin ich in Marburg, bin die kleine, krumme Stadt auf und ab gegangen, bis hinauf ins Schloss und bis zur Elisabethkirche hinunter, die um und über die Wunder der heiligen Landgräfin erbaut ist. Liebliche deutsche Gotik, sich abspielend in einer Hand, in der Neigung eines Kopfes, in einer Falte, die sich schlank und steil hinaufzieht, an einer schmalen Gestalt. Und in einem Seitenflügel steinerne Gräber aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Männer in Eisen liegend, das rechte Bein ein wenig angezogen, die eisernen Handschuhe aneinandergelegt. Und das Gesicht tief drin zwischen Halsberge und Visier, beschattet und beschienen von beiden. In einem anderen Brief berichtet Rilke: Wir waren gestern im alten Marburg, wo wir angesichts des Grabmals, das für das des Konrad von Marburg sich ausgibt, ihrer gedachten. Für mich war es interessant, den schönen Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert wiederzusehen, im Dom, der die Geschichte des verlorenen Sohnes mit so überzeugten Ausdrücken erzählt. Und über diesen Auszug des verlorenen Sohns schrieb Rilke danach ein längeres Gedicht. Damit kommen wir zum Schluss unserer Lesung zu Marburg im Spiegel Ost- bzw. ostmitteleuropäischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das Bild der Verbindung zwischen Marburg und russischen Poeten wäre allerdings unvollständig ohne die Einbeziehung Bulat Okudschavas, Der es als Sohn eines Georgiers und einer Armenierin in Moskau 1924 geborenen und aufgewachsenen Dichters und Chansonniers, der in Ost und West, zumal in den 1960er bis 1980er Jahren, sehr beliebt war. Russisch war Okudschavas Muttersprache. In seinen volkstümlich gehaltenen, humorvollen Liedern findet sich eine die Politik überwindende, menschenfreundliche Grundhaltung, die durch die musikalische Komponente bereichert wurde. Es ist Barbara Karhoff zu verdanken, dass Bulat Okudschava nicht nur Marburg zweimal besuchte, sondern auch, dass er ein Gedicht über den Gockel auf dem Marburger Rathaus schrieb, das er Barbara Karhoff widmete, die es auch übersetzte. Es ist zu betonen, dass der Hahn des Rathauses gemeint ist, nicht einer der Marburger Kathedrale, wie das Gedicht es fälschlich ausführt. Immer wenn der Hahn über der Marburger Kathedrale die Nacht ankündigt, die Finsternis voraussagt. Halten Sie seinen Eifer nicht für dummes Zeug und die Rechnung präsentieren Sie ihm nicht. Er treibt nur so seine Spielchen mit uns und bestätigt sich dabei nur selbst. Die wirkliche Nacht tragen wir in uns selbst, ganz allein und wissen nicht warum. Er besingt nur den wunderbaren Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und die unschuldige Nacht. Und wir sind es, die über das Gute nicht gebieten, die bemüht sind, auch das Gewissen zu bezwingen. Schrei, du Hahn auf der Marburger Kathedrale, spotte, rüttle auf, drohe damit, Feuer zu legen. Solange wir noch unter den Lebenden weilen, solange wir noch trauern können, gibt es auch die Hoffnung, dass man uns zur Vorsicht gemahnt.
Marburg und Osteuropa. Ein spannendes Kapitel voller anrührender Begegnungen. Wir vom Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung oben auf dem Marburger Schlossberg beschäftigen uns unter anderem mit dieser Kultur- und Landesgeschichte. Wir freuen uns immer wieder, Beziehungen zwischen Polen, dem Baltikum, Russland und unserer Heimatstadt Marburg darzustellen und lebendig werden zu lassen. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns heute im Rahmen des 800-jährigen Marburger Stadtjubiläums auf diesem von Horst von Schmiedewski konzipierten literarischen Spaziergang durch Marburg mit Mascha Kaleko, Michail Lomonossow, Boris Pasternak, Werner Bergengrün, Jaroslav Iwaszkiewicz, Rainer Maria Rilke und Bulat Okudżawa begleitet haben. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei der nächsten Lesung im Herder-Institut. Auf Wiederhören.